Ja, ihr kennt es bestimmt. Ihr fahrt mit eurem Auto hier eine Rampe herunter und an diesem Punkt und an diesem Punkt fährt ihr natürlich etwas langsamer, weil ihr euer Auto ja nicht schrotten wollt. Und damit diese Rampe aber funktioniert und hier eine Wanne entsteht und hier oben eine ausgerundete Kuppe, das berechnen wir heute. Denn egal ob ihr Architekten seid oder Tragwerksplaner, ihr müsst dafür natürlich sorgen, dass die Rampe am Ende funktioniert. Und dieses Wissen könnt ihr natürlich mit euren Kollegen teilen. Das wäre natürlich super, wenn ihr das teilt, kommentiert und liked. Damit helft ihr auch mir, dieses Wissen zu verbreiten. Und wenn ihr Abdichtungen braucht für Tiefgaragen in Form von Einbauteilen, dann geht doch auf www.supports.de oder auf www.subgra.de und ladet euch einfach die Abdichtung herunter. Dann könnt ihr eure Tiefgarage auch perfekt abdichten. So, und wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch und jetzt geht's los. So, dann habe ich Folgendes vorbereitet. Ich habe einfach gesagt, hier ist bei mir eine Straße, das kann auch gepflastert sein, es muss nicht geteert sein. Egal, der obere Punkt ist bei mir jetzt auf 0,0. Der untere Tiefgaragenpunkt, Oberkante, Bodenplatte ist bei mir minus 1,95 und mit dem kann ich schon sehr viel machen. Was ich noch brauche, ist die Länge der Neigung, also der Rampe. Die könnte auch im Grundriss geneigt sein, kann aber auch gerade sein, ist egal. Wenn sie natürlich geneigt ist, macht ihr einfach euch einen Polygonzug und folgt der mittleren Spur und führt die Linien ein paar Mal rum. Stellt euch vor, das wäre jetzt der Grundriss. Dann nehmt ihr euren Polygonzug und nehmt einfach die Länge. So. Wenn sie gerade ist, ist es sowieso ziemlich einfach. Das heißt, wir brauchen als Angabe diese Strecke und auch den Höhenunterschied von hier nach hier. Oberkante, Oberkante. Hier 1,95, hier die Strecke 15 Meter. Jetzt gibt es folgende Regelung. Wenn die Neigung größer als 10% ist und kleiner 15, dann wird hier sozusagen auf 2,50 Meter die halbe Neigung genommen oder Steigung und hier oben auf 1,50 Meter die halbe Neigung oder Steigung und dann den Rest mit der vollen Neigung genommen. Damit entsteht folgendes Szenario. Ich mache hier mal einfach so eine Linie hin. Kopiere mir also hier unten 2,50 m, immer gleich, immer 2,50 m. Und hier nehme ich mir diese Linie und setze hier oben hin und gehe noch 1,50 m nach links. Also in dem Bereich halbe Neigung, hier halbe Neigung. Und wenn wir das jetzt tun würden, sporadisch, ich nehme dazu mal eine andere Farbe, machen wir mal in Rot. Dann zeige ich euch, wenn ich jetzt die halbe Neigung hier nehmen würde, sagen wir einfach ungefähr so. Das nehme ich jetzt auch hier oben her. Und wenn ich jetzt diese Linie mit der Linie verbinde, dann wird es hier steiler. Das heißt, wenn der Architekt euch im Schnitt oder in der Ansicht nur diese Neigung hier so anzeigt und so angibt und sagt, hey, das funktioniert alles mit 15 Grad, dann. Also immer Gradangaben, keine Prozentangaben, keine Gradangaben, Entschuldigung. Dann müsst ihr das trotzdem prüfen, ob das wirklich so funktioniert. Also wir müssen hier eine Wanne ausbilden und hier eine Kuppe. Sind wir größer als 15%, dann wird hier ein Radius von 15 Meter angenommen und hier ein Radius von 20 Meter. Dann wird das alles hier ausgerundet. Geht auch über diesen Bereich darüber hinaus. Das gehen wir heute nicht durch, sondern wir holen uns die beste Neigung, beste Steigung heraus und das berechnen wir. Also, wir gehen nochmal her. Hier unten mache ich eine Maßlinie von 2,50 m und hier von 1,50 m. Immer gleich. Das heißt, wir haben in dem Bereich 11 Meter. Die Formel sieht dann wie folgt aus. Wir nehmen an, die 15 Meter, die 15,00 ist gleich das L.
So. So weit, so gut. So kann doch jeder noch folgen. Die 11 Meter sind für mich das x. Und x ist gleich L minus 4 Meter. Okay? Also L minus diese 4 Meter ist unser x. Das ist, das brauchen wir. Dann haben wir die Höhe h. H ist gleich Kote oben minus Kote unten. Der Höhenunterschied ist unser h. Ja, damit es drauf passt, machen wir hier bloß h. Genau. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und wir suchen das Alpha. Die Formel sieht wie folgt aus. Diese Höhe entsteht, indem dass wir auf 4 Meter, also die 2,50 plus 1,50, auf einer Länge von 4 Meter das Alpha halbieren. Ich suche mir hier bei den Sondersymbolen mal Alpha. Das schaut doch gut aus. Kopieren. Einfügen. Machen wir noch auf 7,0. 4 mal Alpha durch 2. Also auf. Genau. Und plus auf einer Länge x. Also die x haben wir schon ausgerechnet. 15 minus 4 sind 11. Hier nehmen wir das ganze Alpha. Ja. Auch hier mache ich 7,0, dass wir es schon super sehen. Das ist unsere Formel. Können wir einfach ganz einfach umstellen, indem dass wir einfach sagen, okay, h ist gleich dasselbe wie 2 mal Alpha, weil 4 mal halbes Alpha ist dasselbe wie 2 mal ganzes Alpha. Plus x mal Alpha. So weit, so gut. Ich glaube, da kann wirklich jeder folgen. Das ist dasselbe Prinzip, wie wenn wir jetzt 2 plus x zusammenzählen und das mal Alpha nehmen. Und wenn wir das in einer Klammer setzen würden, dann wäre das Alpha mal, also wir müssen es eigentlich nicht hinschreiben, das mal 2 plus x. Das ist das allerselbe wie, wenn wir jetzt, wir holen jetzt den Teil nach links rüber. Und das geht mit geteilt, also h geteilt durch 2 plus x ist gleich unser Alpha. Und wenn wir jetzt hier Zahlen einsetzen würden, dann setzen wir hier ein 1,95 geteilt durch 2 plus x, also 2 plus 11 sind es 13. Und da kommen wir jetzt auf eine Steigungszahl von 15 cm auf einen Meter. Das zeichnen wir uns jetzt ein mit einer neuen Linie. Das mache ich jetzt wieder mit Rot. Also auf 1 Meter haben wir eine Steigung von 0,15. Und die Hälfte davon ist natürlich 7,5. Hier fangen wir an und sagen wir 1 Meter nach rechts, 0,075 nach oben. Das verlängern wir von hier bis zu der Kante. Selbes Spielchen hier. Minus 1 Meter, minus 0,075. Das ist unsere halbe Neigung hier oben. Und das verlängern wir auf 1,50 Meter. Und wenn wir jetzt hier diese Linie verbinden mit der, müsste genau dasselbe herauskommen, wie wir hier schon festgelegt haben. Also wir legen es übereinander. Und Quod erat demonstrandum. Ich habe bewiesen, was zu beweisen war. Wir haben hier eine Neigung von 15 cm auf 1 Meter. Also 1 Meter rüber, hier nach oben. Wir messen nochmal nach. Gut, und was bedeutet jetzt das für das Auto? Wir können dieses Auto und mich jetzt hier drehen vom Reifenpunkt. Und ihr seht, wie viel mehr Abstand wir jetzt hier gewonnen haben als vorher und auch hier. Rückgängig. Und hier oben
Selbe Spielchen. Wir drehen dieses Auto von hier nach hier. Seht ihr den Bereich hier, wie wir den hier gewonnen haben? Wir fahren mal noch ein bisschen weiter. Setzen den Reifen. Ah, komm. Diesen Punkt hier auf unsere rote Linie. Machen wieder Steuerung drehen. Von hier nach hier. Und sehen, jetzt kann das Auto gewissenhaft hier drüber fahren, ohne dass es irgendwelche Schäden erleidet. Aber wie ihr seht, wir haben keine 13%, sondern 15%. Das waren jetzt die 15%, die wir hier ausgerechnet haben. Ja, das ist die Formel. H durch 2 plus x ist gleich Alpha. Und mit der Formel werdet ihr Erfolg haben. Viel Spaß beim Testen, liken nicht vergessen, teilen bei euren Kollegen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Subgrade-Team.